damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit... Ich habe die Musik vergessen. Minecraft Musik. Ach ja, also es geht wieder super geil los hier. Floppy Flop von gestern ist wieder mit dabei. Hey! Auch das, Floppy Flop! Auch das MC Dragone genannt. Ja, und wir, es ist Nacht. Wir nutzen jetzt schon wieder neues Texture Packs. Ich habe mir schon wieder 1000 Texture Packs runtergeladen. Allerdings gefallen mir die diesmal wesentlich unschniekiger. Deutschlich korrekt und so ein Spaß. Deutschlich korrekt, Alter. Ich brauche mal so eine Angel. For real. Ja, und ich nehme jetzt das Texture Pack aus einem ganz bestimmten Grunde. Doch, 5. Weil... ich schon seit Ewigkeit nach einem Texture Pack suche, wo man Kronen basteln kann mit Helmen. Und das geht in dem Texture Pack hier. Und darum... Yay, ich hab ne Krone auf! Cool! Werkzeug kann man die Schere rein. Goldharnischt habe ich auch noch. Cool. Komm das mal hier rein. Wie sieht der Goldharnisch aus? In Kombination mit dem. Oh ne, mit dem. Edel. Gefällt mir. Nehme ich mit. Wird zwar bald kaputt gehen, aber ist ja egal. So, ich wollte die Angel mitnehmen. Da wollten wir mal ein bisschen Fisch angeln. Die Bilder sind auch geil. Auf jeden, die sind geil. Whee! Angel, Angel. Ich sehe gar nichts. Ich hoffe, dass ich es höre. Ah, jetzt sehe ich ihn. Uhahaha. Es war nicht die Größe von deinem Bleistift. Du hast Penis gesagt. Alter, geil, der rohe Fisch sieht aus wie ein Kappador. Bloß in blau. Ein Blaubador. Ein komischer Typ, ey. Ich? Ja. So ein bisschen. Rexar gegen Gulda. Der rohe Lachs sieht aus wie ein Kappador in rot. Aber so ist rot. Es ist also Kappador. Yay! Das hab ich jetzt gefangen. Ein verzaubertes Buch mit Rückstoß. Ist das geil? Einfach mal so ein verzaubertes Buch rausgeholt. Warum nicht? Angel macht voll Spaß, Alter. Was du da manchmal so rauskriegst, vor allem im Glück des Meeres. Ich glaube, ich hätte ein paar Angeln enchanten. Enchangen. Shanti. Voll strange. Er müsste aber leveln und für Level bräuchten wir eine Farm. Es wird Zeit für eine Hühnerfarm, glaube ich. Hühnerfarm, Hühnerfarm. Weil ich mag alle Hühnerfarm. Der Kugelfisch! Voll geil! So ein Fisch mit so einem übelsten Gesicht. Sieht voll ewig aus. Also für alle, die dieses Texture Pack nicht kennen, ich benutze gerade pure Sparks. Und was war das? Wieder ein roher blauer Fisch.
Wir haben eine ziemlich große Auswahl an Fisch, aber ich möchte eigentlich was anderes fangen. Wir haben ja immer ein Glück des Meeres. Ich hoffe darauf, etwas anderes zu catchen. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Ja, das ist so geil, das Video. Ich bin bereit, aber ich nicht. Könnten wir zwei sein. Ja, jetzt mal vor. Stell dir mal vor, wir unsere zwei Köpfe auf einem Körper drauf. Wir würden uns dauerzoffen. Wir wären so wirklich so Yin und Yang. Ich bin bereit, aber ich nicht. Das klingt so hohl, Alter. Welchen Pack spielst du gerade? Nee, ich spiel gerade mit dem Jäger, aber der Gegner spielt mit dem Hexenmeister. Na, das ist der Jäger ganz schlecht gegen. Eigentlich nicht, ich gewinne gerade. Aber also egal. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Jäger alles, was wirklich nur puren Schaden tut, hat einen kleinen Nachteil gegen den Hexenmeister. Meinst du? Also habe ich so in der Option jetzt so, also denke ich, weil getan werden. Aha. So, was bin ich schon, Level 16? Ja, voll geil, wenn du deine Angel mit Rückstoß verzaubern könntest bei Minecraft und dann den Creeper ins Gesicht hauen und den Creeper flackst einfach nur durch die Gegend. Hast du irgendwie eine gute Seite, wo man sich Decks zusammenstellen kann? YouTube. Echt jetzt? Ich habe auf YouTube einfach eingegeben Profi-Pack Hearthstone, Profi-Deck Hearthstone Starter Kit. Und dann paar Videos. Ja, ich präsentiere euch mal das Profi-Deck, wie ihr euch am besten das Starter-Deck zusammenstellt für den und den. Ja, und da habe ich gerade zufällig für meinen Hexenmeister eingefunden. Und ich habe für meinen Hexenmeister ja schon zwei legendäre Karten, selten legendär, was gab's noch? Oh fuck. Selten dämlich? Ja, da habe ich auch ziemlich viele Karten. Ja, was waren das? Selten, legendär und? Mächtig oder so. Nee, mächtig. Keine Ahnung. Mächtiges Glied? Brauchst du eine Karte für? Auf jeden, ey. Das ist irgendwie schon traurig, aber mach ruhig weiter. Mächtiges Glied. Ich spiele mächtiges Glied. Das brauche ich jetzt zu gewinnen. Selten, what? Legendär. Wo ist Leo, wenn man mal braucht mit seiner Klugscheißerei? Ach, den habe ich gemutet, stimmt, damit er nicht dämlich in die Aufnahme reinquatscht. Leo gemutet? Ja, weil er hat zwar sein Mikro, also uns hat er gemutet, aber er hat sich nicht gemutet. Und dann kommt die ganze Zeit so von seinem Mikro raus. Das wäre jetzt nicht so cool. Jetzt so voll am Abrecken, weißt du wie? Das ist geil. Ich will was rauscatchen, was kein Fisch ist. Gib mir einen Sattel oder sowas. Kann ich an deinem Sattel riechen? Ich schubs dich gleich vom Sattel. LOL. Was war das denn? Man weiß andere auch, Wildtiere. Kannst du ja mich rufen? Ich bin so ein Wildtier, weißt du wie? Jetzt gewinne ich wieder, Alter. Übel gut, ey. Vernichtet einen feindlichen Diener. Ah ja. Ja, das war's. Darfst echt nicht nachts spielen, habe ich mitbekommen. So ab 0 Uhr kommen die ganzen Profis online. Und dann fliegt da, nee. Da fliegt da eine legendäre Karte nach der anderen in dein Gesicht. Quatsch! Klar, Alter, gestern allein schon wieder gestreamt, 2 Stunden nach 0. Alter, das war so krass, was mir da für Leute entgegenkamen. Du laberst doch echt Müll. Ich hab einen kleinen Fisch gefunden! Ja, ich klau es ja nicht! Ich klau es ja nicht. Frank? Ja. Du redest echt Müll. Ich wollte jetzt irgendwas Dummes drauf tun, aber mir ist echt nichts eingefallen dazu. Ah, ist schon schlimm, wenn dir auf sowas nichts einfällt, ne? Okay, oh Gott. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt angel ich noch diese eine Angel da, die hole ich jetzt rein. Angel eine Angel. Ja.
Und hab's das mal verkackt, okay? Dann tun wir mal den Fisch hier komplett rein. Und jetzt gucken wir mal, ob wir draußen eventuell noch schnell ein paar Skelette finden, weil uns mangelt's ja echt an Bauen. Ja. User disconnected from your channel. Oh, Leo. An Brain mangelt's zwar auch, aber da, den Zombies, den möchte ich da nicht unbedingt für nutzen. Hallo? Skeleton? Skeletons! Irgendwelche Skeletons? Leider nein, leider gar nicht. Grüße. Kein Skelettchen in der Nähe? Also absolut gar nichts in der Nähe. Wow. Dann halt nicht. So, das sind natürlich Tim. Hühnereier. Und wir brauchen natürlich ein bisschen Farming, Grundlagen, Stockenszeug. Nee, ich verstehe nicht, warum du sagst, dass ich Müll aber hab ich nicht. Keine Ahnung. Tim. Ich finde, ich gebe sehr intelligente Kommentare von mir. Tim. So, dann füttern wir mal die Hühner. Tim. Das eine kann ich auch gerne mal Tim nennen. Hallo Tim, wo du willst gefüttert werden? Tim. Friss das scheiß Korn! Tim. Tim. Der will das Korn nicht fressen. Was für ein Spaß ist das? Also, los, liebt euch, macht Kinder und werdet glücklich oder sterbt einfach an Hühnerpest, Vogelgrippe. Wie kommt dieses Schaf denn jetzt in mein Pferdegehege? Ich weiß nicht, was das für ein Schaf ist, ey. Erst nicht da, dann war's da, dann war's hier, dann war's dort. Tim. Ah. Tim. Ich überleg mal, ob ich jetzt eventuell hier... Oh, nee. Ich werde jetzt hier einen Bunker runterbasteln. Warum kam da jetzt kein Tim? Ah, da war's jetzt, siehst du? Wenn man sich auf eins verlassen kann, dann darauf, dass er immer wieder dasselbe Dämliche von sich gibt. Tim. Das hätte nicht jeder mit so viel Gehirn gesegnet. Tim. Sollte ich vielleicht nicht dreierbreit machen. Er hat breit gesagt, während er Minecraft spielt. Das ergibt keinen Sinn. Tim. Das ergibt keinen Tim? Tim. Oh, ich saß doch gerade Tim. Tim ist so schön, so cute. Ja, ich mag das auch. Keine Ahnung warum, aber Tim ist cool. Ja, Tim hat schon großen Penis. Was? Keine Ahnung. Also ich meine, ich kenne Tim und wenn du mit dem... Oh, ihr. Boah. Tim Wiese? Was ist mit einer Wiese? Tim Wiese? Weiß nicht. Ja, Junge, jetzt musst du mich angreifen. Oder lässt es halt sein. Wie lässt es sein? müssen wir mal schauen hier jetzt, wie wir das machen hier. Ich würde ja direkt noch einen runtergehen. Wir bauen uns jetzt einen Bunker, wo wir Steine ernten können, wo wir dann später auch Zombies unter der Erde einsperren können. Und eine kleine Zombie-Farm machen können. So dass wir gar nicht mehr raus müssen. Die Zombie-Farm würde ich jetzt eigentlich sogar... Wo ich ein bisschen runter gehe, ich glaube ich noch. Und sprengt er mir die Bäume oben weg. Man merkt schon, er ist wieder voll beim, weiß nicht. Gehirn benutzen kann schon anstrengend sein. Ja, ich hasse dieses Vieh. Er hält jedes Mal 3 Angriffe, wenn dieser Diener verletzt wird, ey. So heftig, Alter. Ja. Kennst du das Vieh? Es gibt ja noch eine Vieh, habe ich selbst entdeckt. Es gibt ja noch eine viel krassere Kombi. Du meinst einen Gurubashi-Berserker? Genau. Es gibt ja noch viel krassere Kombinationen. Zum Beispiel, was auch noch richtig hässlich ist. Hier habe ich zwar selber nicht die Karte, aber es gibt so ein Monster. Es gibt so eine Karte, die kann am Anfang ein Monster beschwören. Das hat 2 und das kann gleich am Anfang nochmal ein Monster beschwören. Das heißt, du hast in der ersten Runde sofort 3 Monster draußen. Das ist richtig eklig.
Okay, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier machen. Wie wir das hier machen, meine ich. Egal was er macht, er wird jetzt einfach sterben. Auch wenn er sich auf die Hände stellt und anfängt zu tanzen? Ja. Boah, das ist ja gemein. Bist du immer so ein Arschloch zu den Menschen, Flo? Ja, es ist so. Ich meine, er hat 2 Karten, ich habe jetzt noch 4 übrig. Ist keine Entschuldigung, warum nicht? Er hat noch 6 Leben. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Boah, Alter. Ich sterbe hier gerade. Aber aufs Übelste. Das wäre, glaube ich, eine Option, um mal Dynamit zu benutzen. Hab keinen Sand mehr. Scheiße. Ich habe keinen Sand mehr. Die Menschen nennen mich auch Sandbär. Was? Aber wir haben auch eine Menge Pflasterstein schon mal kassiert. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Was? Dann können wir schon mal... Sehr gut. Mauer hier. Ja, das hatte ich doch. Sehr gut. Habe ja vorhin mit Leon unentschieden erzählt. Wollt mal gucken, ob das geht. Habe ihn so weit runtergepokt, dass er nur noch ein Leben hatte. Und ich habe nur noch 3 Leben gehabt. Und dann habe ich meine... ich weiß nicht, wie die Karte heißt. Die allen Viechern, egal was, 3 Schaden zufügt. Kennst du die? Ja. Aber leider steht da nur bei beiden, dass sie verloren haben. Gibt kein Unentschieden bei dem Spiel. Schade eigentlich, gell? Wenn es wenigstens so wäre, dass beide gewonnen hätten, dann wäre es ja wenigstens cool, weißt du, aber so. Weiter Sieg mit diesem Deck. Welches? Berserker. Nee, mit dem Jäger. Achso. Standard-Deck. Geht auch. Ja, momentan sind die ganzen Fotos online. Wie schaltet man eigentlich legendäre Karten frei? Legendäre Karten kannst du dir craften. Echt? Ja, also wenn du sie so machst. Du brauchst dafür Arkanen Staub. Arkaner Staub kriegst du für die erste Verzauberung. Du kannst kriegst da manchmal so seltene Karten, ne? Durch Booster und so. Wenn du seltene, also die ach komm. Komm, Frank, streng dein Horn an. Ja, warte. Die Karten mit dem weißen Zeichen in drin, ne? Ja. Wenn du die zu Staub verwandelst, also du kannst die Karten zerstören, wenn du sie nicht brauchst, habe ich vorhin gemacht, kriegst du 5 Staub. Mhm. Beim ersten Mal kriegst du noch 100 Staub extra geschenkt. Ne, 95 Staub, glaub ich, extra. Okay. Und wenn du eine seltene Karte, also die blauen Karten machen möchtest, kostet dich das 100 Staub. Und wenn du eine legendäre machen möchtest, kostet dich das 400 Staub. Okay. Du kannst aber, glaube ich, soweit ich mitbekommen habe, jetzt nur die Karten auch entzaubern, die du schon einmal hast. Also du musst die Karte vorher schon gehabt haben, wenn du es entzaubern willst. Verzaubern. Ah, ja. Hab's vorhin versucht, hab's dann doch sein lassen, weil ich momentan keine blaue Karte habe, die ich doppelt hätte. Ich könnte mir eventuell diese Kuh da, diese mit dem Gottesschild nochmal, könnte ich mir doppelt holen, aber da war es mir das jetzt irgendwie nicht wert dafür. So. Super, da haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen vorgesorgt. Die letzten 4 Zaun klatsche ich jetzt nochmal dran. So.